Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit mehr als 3 Jahren. Russlands Staatschef Putin kommt heute in Berlin mit Kanzlerin Merkel und dem Präsidenten der Ukraine und Frankreichs zusammen. Themen sind die Ukraine-Krise und der Krieg in Syrien. Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist angespannt und entsprechend gedämpft sind auf beiden Seiten die Erwartungen an dieses Treffen. Mit schwerem Polizeigerät rüstet sich Berlin für den Gipfel. Neben Frankreichs Präsident Hollande und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko kommt Russlands Präsident Putin zum Krisengespräch ins Kanzleramt. Die Bundesregierung kritisierte am Mittag ganz offen seine Rolle bei den Kämpfen um Aleppo. Wir haben es dort mit einer katastrophalen Situation zu tun. Und erwarten Sie von dem Treffen zu Syrien heute Abend nicht mehr, als dass diese Zustände und die Verantwortlichkeiten dafür im Kanzleramt klar beim Namen genannt werden. Zwar haben Russen und Syrer die gemeinsamen Angriffe auf Aleppo seit gestern eingestellt. Angesichts des Leids der Zivilbevölkerung der vergangenen Monate fordert der deutsche Außenminister allerdings deutlichere Schritte von Wladimir Putin. Das ist mit Blick auf die Ankündigungen, dass das einmünden soll, morgen in eine 8-stündige Waffenpause insgesamt zu wenig. Und natürlich werden wir darauf dringen, dass die Zeit, auch die Zeit, die wir brauchen für humanitäre Hilfsleistungen, erweitert wird. Derzeit herrscht wenig Spielraum, Druck auf Putin auszuüben. Außenpolitiker verweisen allerdings darauf, dass auch seine Kräfte endlich sind. Deswegen muss Putin auch wissen, wenn in Syrien keine Lösung durch sein Verhalten möglich wird, die Diskussionen über Sanktionen bezüglich Syriens sich auch nicht verändern werden. Mit Ergebnissen des Treffens im Kanzleramt wird erst spät am Abend gerechnet. In Berlin ist jetzt Thomas Baumann. Russland, so wurde gerade gemeldet, hat sich jetzt doch darauf eingelassen, die Feuerpause morgen in Aleppo noch zu verlängern, und zwar von 8 auf 11 Stunden. Ist das ein Signal des guten Willens für die Gespräche heute Abend? Das kann ein Signal des guten Willens sein. Es zeigt vor allem den Poker, der unmittelbar im Vorfeld dieses Treffens in Berlin stattfindet. Die Position der Kanzlerin, von Präsident Hollande und auch Außenminister Steinmeier hat es klar gesagt, dass eine 8-stündige Waffenpause viel zu wenig sei. Nun wurde sie verlängert um 3 Stunden auf 11. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das der Bundesregierung und auch der französischen Regierung reicht. Aber es wird jetzt schwerer, Präsident Putin diesbezüglich zu kritisieren. Nun kommen die USA in Sachen Syrien nicht mehr weiter. Putin jetzt in Berlin. Spielt Merkel damit eine Schlüsselrolle? Naja, es war sehr interessant, die Meldung des Nachmittags, dass jedenfalls das russische Außenministerium gesagt hat, man habe momentan kein weiteres Interesse an Gesprächen direkt mit dem amerikanischen Amtskollegen Minister Kerry, Außenminister Kerry. Diese Gespräche hatten ja am Wochenende in Lausanne stattgefunden. Dann hieß es, sie würden erweitert und es gäbe neue Gespräche. Heute kam das Njet aus Moskau. Das heißt im Klartext, Klaus-Erich Bötzkes, dass der einzige offene Gesprächskanal, den es jetzt zwischen dem Westen und Russland gibt, über Berlin läuft, über die Kanzlerin und den Außenminister. Das ist natürlich eine, ich sag mal so, ungewollte Aufwertung dieses Treffens heute Abend. Thomas Baumann mit Einschätzungen und Informationen aus Berlin. Vielen Dank. 2 Tage nach dem Beginn der Großoffensive auf Mosul meldet die irakische Armee weitere Erfolge. Mehrere Dörfer seien von der IS-Terrormiliz befreit worden. Mosul ist die 2. größte Stadt des Irak und die letzte Bastion der Islamisten in diesem Land. Dort sollen sich mehrere tausend Kämpfer verschanzt haben. An der Großoffensive beteiligen sich neben der irakischen Armee auch kurdische Peschmerga-Kämpfer und Verbündete der Anti-IS-Allianz. In der philippinischen Hauptstadt Manila ist es bei einer Kundgebung gegen die USA zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Ein Wagen der Sicherheitskräfte fuhr wiederholt in die Menschenmenge. Mindestens 3 Studenten wurden, wie es hieß, in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei nahm 23 Menschen fest. Die etwa 1000 Demonstranten verlangten ein Ende der US-Präsenz auf den Philippinen.
Sie werden in der Öffentlichkeit häufig als Spinner abgetan, sind aber in Teilen rechtsextremistisch. Sogenannte Reichsbürger, die die Bundesrepublik nicht anerkennen. Einer von ihnen hat heute bei einer Waffenrazzia in Franken auf Polizisten geschossen, 4 Beamte verletzt, einen von ihnen lebensgefährlich. Das Spezialkommando wollte die Waffen des 49-Jährigen einziehen, weil er als unzuverlässig gilt. Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Ein Großaufgebot sichert den Ort des Schusswechsels ab. Die Beamten versuchten heute Morgen kurz nach 6 Uhr 30 Waffen einzuziehen, die der Schütze bislang legal besaß. Das zuständige Landratsamt hatte ihm wegen Unzuverlässigkeit die Waffenbesitzkarten und den Jagdschein entzogen. Als die Polizisten das Anwesen im nordbayerischen Georgensgmünd betraten, eröffnete der Mann sofort das Feuer. Der 49-Jährige wird der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugerechnet. Hier haben wir jetzt natürlich eine für uns in Bayern bislang so nicht gekannte Eskalation. Und das bedeutet aus meiner Sicht ganz eindeutig, dass wir seitens des Verfassungsschutzes jetzt alles, was an Reichsbürgern in Bayern unterwegs ist, noch schärfer im Blick nehmen müssen. Die sogenannten Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen ab. In ihrer Vorstellung existiert das Deutsche Reich noch, und zwar in den Grenzen von 1937. Die Opposition im Bundestag hat bereits mehrfach darauf gedrängt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Reichsbürger beobachtet. Und wir haben immer wieder die Antwort bekommen, dass die Reichsbürger kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind. Und das kritisieren wir scharf. Der Schütze wurde beim Polizeieinsatz heute Morgen leicht verletzt. Er wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Vor einer Woche hatte sich der terrorverdächtige Syrer al-Bakri im Gefängnis in Leipzig erhängt, nachdem er zuvor als nicht akut suizidgefährdet eingestuft worden war. Bereits bei seiner Festnahme hatte es Pannen gegeben. Heute begann in Berlin die parlamentarische Aufarbeitung des Falls. Der Innen- und der Rechtsausschuss des Bundestages beschäftigen sich mit eventuellen Versäumnissen der Behörden. Al-Bakri steht im Verdacht, Mitglied der IS-Terrormiliz gewesen zu sein. Generalbundesanwalt Frank muss heute Rede und Antwort stehen. Erste Station Rechtsausschuss, danach Innenausschuss mit Vertretern von Verfassungsschutz, BKA und dem Land Sachsen. Hätte Frank die Ermittlungen im Fall al-Bakri schneller und vehementer an sich ziehen müssen? Fast alle nehmen ihn nach der Sitzung gegen Kritik in Schutz, einer nicht. In der Überzeugung, dass der Generalbundesanwalt hier auch einen Fall von besonderer Bedeutung hätte sehen müssen. Es war schon absehbar, dass es sich um einen Anschlag mit einer Sprengstoffweste handeln könnte. Lob gibt es für die detektivische Kleinstarbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das Land Sachsen dagegen muss harsche Kritik einstecken. Es hat Fehler und Pannen gegeben, die mich nach wie vor fassungslos machen. Die alleinige Verantwortung für diese Fehler und Pannen liegen im Freistaat Sachsen. Verantwortung für die Pannen bei der Festnahme und dafür, dass al-Bakri in Haft Selbstmord begehen konnte. Die Opposition hat noch Fragen an den Verfassungsschutz. Hätte der die Polizei Sachsen nicht doch früher informieren können? Deswegen ist das ganz klare Fazit eine kritische Aufarbeitung vom Geheimdienst, von der Kommunikation. Also ab wann hätte zumindest eine Vorinformation an die Polizei, damit sie einen Einsatz vorbereitet, damit sie ihre Strategien überprüfen können, vielleicht doch 6 Stunden, 12 Stunden eher, hätten bereits sehr viel Vorlauf mehr für die Polizei ergeben. In Sachsen soll eine unabhängige Kommission jetzt die Abläufe im Fall al-Bakri untersuchen. Auch der Bundestag wird sich weiter damit befassen. Ob in München oder in Flensburg, verschreibungspflichtige Arzneien kosten in Deutschland überall dasselbe. Dafür sorgt die deutsche Preisbindung bei solchen Medikamenten. Der Europäische Gerichtshof hat das System heute in Frage gestellt. Die Regelung sei nicht mit EU-Recht vereinbar, weil sie den freien Warenverkehr in der Gemeinschaft in einer nicht gerechtfertigten Weise beschränke. Welche Folgen das Urteil über den konkreten Fall hinaus hat, ist noch nicht absehbar. Rabatte für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland momentan nicht möglich. Kunden zahlen überall einen einheitlichen Preis. Nun aber hat der EuGH entschieden, für ausländische Anbieter gelte kein fixer Preis mehr. Sie dürfen rezeptpflichtige Medikamente günstiger verkaufen. Wir begrüßen dieses Urteil vor dem Hintergrund, dass Parkinson-Patienten als chronisch kranke Menschen hier eine Möglichkeit bekommen, die finanziellen Belastungen durch ihre Erkrankung abzusenken.
Die Deutsche Parkinson-Vereinigung hatte ein Bonussystem mit der niederländischen Versandapotheke Doc Morris eingeführt. Ihre Mitglieder konnten so pro Jahr zwischen 400 und 600 Euro sparen. Ist dieses System so möglich? Die Antwort aus Luxemburg lautet ja. Die deutsche Preisbindung darf nicht auf den Versandhandel mit ausländischen Anbietern angewendet werden. Das verstoße gegen das EU-Prinzip des freien Warenverkehrs. Für deutsche Apotheken aber gilt die Preisbindung weiter. Apothekerverbände fürchten deshalb schon jetzt die ausländische Konkurrenz. Sie suchen sich besondere Leistungen, besondere Produkte, besondere Patienten aus, picken sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen. Der bleibt dann für die Apotheken in Deutschland übrig und daran werden viele sich verschlucken. Der Gesetzgeber muss nun aktiv werden, zum Beispiel indem er in einem ersten Schritt die fixen Preise lockert. Er könnte aber auch die Preisbindung komplett aufheben oder aber den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten verbieten. Mehr als 5 Jahre nach dem Beschluss zum Atomausstieg hat das Kabinett heute das Gesetz zur Entsorgung von Atommüll gebilligt. Danach gehen Zwischen- und Endlagerung in die Verantwortung des Staates über. Im Gegenzug müssen Vattenfall, E.ON, RWE und NBW rund 23,6 Milliarden Euro an einen staatlichen Fonds überweisen. Für Stilllegung und Abriss bleiben die Unternehmen allerdings verantwortlich. Erforderlich ist jetzt noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Die Aktien der Energieversorger reagieren nicht darauf. Elin Frankenknecht, warum eigentlich nicht? Weil die Börse nur auf Überraschungen reagiert. Und der heute auf den Weg gebrachte Gesetzesentwurf birgt keine Überraschungen mehr gegenüber dem, was schon in der Vorwoche durchgesickert war. Darauf hatten die Aktienkurse von E.ON und RWE bereits reagiert, teils deutlich. Grundsätzlich werden die Vereinbarungen nämlich als positiv bewertet für die Energiekonzerne. Sollten sie sich tatsächlich von einer Haftung bis in alle Ewigkeit freikaufen können, würde das zumindest in dieser Hinsicht Planungssicherheit geben. Und das ist etwas, das Anteilseignern sehr gefällt. Aber noch steht der Deal nicht endgültig. Der Zeitplan ist auch ehrgeizig. Auch deswegen gibt es keinen Grund für Begeisterungsstürme. Für die gibt es auch beim heutigen DAX-Handel keinen Anlass. Mal im Plus, mal im Minus notiert der DAX jetzt bei 10.655 Punkten, 0,2% über dem gestrigen Tagesschluss. Und das war Elin Frankenknecht von der Börse in Frankfurt. Vielen Dank. Wenn alles gut gegangen ist, dann ist die erste europäische Marssonde gerade unversehrt gelandet. Doch da der rote Planet so weit entfernt ist, gibt es noch keine endgültige Bestätigung. Das heutige Manöver ist ein Testlauf für eine groß angelegte Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA in 4 Jahren. Dann soll auf dem Mars ein fahrbarer Roboter abgesetzt werden, der nach Spuren von Leben sucht. Gespannte Erwartung im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Vor wenigen Minuten ist das Testmodul Schiaparelli auf dem Mars gelandet. Erste Indizien deuten darauf hin, dass die Mission erfolgreich war. Wir haben vorhin gehört, dass wir wissen, dass der Lander sich eingeschaltet hat. Und das schaut also alles so aus, als wenn es gut geht. Aber es kann noch viel passieren. Zuvor war ein wichtiges Manöver zur Vorbereitung der Landung gelungen. Das Bremsmanöver, mit dem der Satellit in seine Umlaufbahn um den Mars einschwenken sollte, hat funktioniert. Kompliziert ist aber vor allem das Abbremsen der Landekapsel nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre und die anschließende Landung per Fallschirm. Da Signale vom Mars zur Erde mehrere Minuten unterwegs sind, haben die Wissenschaftler im Kontrollzentrum keine Möglichkeit, bei Problemen einzugreifen. Eine sichere Landung wäre ein gelungener Test für kommende Aufgaben. Dieser Lander ist für uns eine besondere Frage, ob wir die Technologie gemeinsam beherrschen mit den Russen, ein Modul sanft auf dem Mars zu landen. Deshalb ist diese Landung von besonderer Bedeutung. Denn 2020 wartet die nächste Aufgabe. Gemeinsam mit dem russischen Partnerunternehmen Roskosmos will man einen Roboter auf dem Mars landen, der dann im Marsboden nach Spuren von Leben suchen soll. Zurück auf die Erde. Dort kreist über Deutschland kein UFO, sondern ein dickes Tiefdruckgebiet. Das bedeutet Wolken und Regen. Hier ist unsere Wettervorhersage. In der Nacht muss gebietsweise mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. An den Alpen noch darüber. Im Nordosten ist es oft trocken. Am Tag neben ein paar Auflockerungen meist dichte Wolken. Hier und da regnet oder schauert es, vor allem von der Mitte bis zur Donau. Einzelne Gewitter sind dabei, auf den höheren Bergen Schnee. In der Nacht 9 Grad an der Nordsee, 1 Grad am Alpenrand. Am Tag 6 bis 12 Grad, im Breisgau bis 14 Grad.
Das war unsere Tagesschau um 5. Jetzt kommt Brisant, 20 Uhr die nächste Tagesschau. Einen schönen Abend noch.